Massiver Schock droht das Ende der beitrags- und kostenfreien Familienversicherung für alle familienversicherten GKV-Mitglieder. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, die Nachrichten überschlagen sich ja. Es gibt wieder einen unglaublichen Vorschlag für viele Rentnerinnen und Rentner, die sozusagen eine massive finanzielle Belastung nach sich ziehen würden und wollen. Im Rahmen der Haushaltsverhandlungen der Ampelkoalition gab es ja und gibt es wahrscheinlich immer noch einen Haufen Streit zum Thema Sozialetat. Und da melden sich ja unglaublich viele Protagonisten, die ja in Deutschland alles zusammenstreichen wollen, was es an Sozialetat gibt. Das geht also los über das Bürgergeld, über die Renten. Und verschiedene andere Dinge auch noch. Da soll jetzt zum Beispiel auch das Entwicklungshilfeministerium gestrichen werden und, und. Ja, meine Damen und Herren, die kostenfreie Familienversicherung in der gesetzlichen Rente soll nach einem Vorschlag des Münchner IFO-Institutes beendet werden. Die schlagen vor, dass diese beitragsfreie Mitversicherung in der Krankenversicherung beendet werden soll. Und wir sagen Ihnen auch, was hinter diesem Vorschlag des IFO-Instituts eigentlich steht. Letzten Endes ist es so, es dreht sich in Deutschland aktuell alles um die Sicherung der Arbeitsplätze. Es geht um die Folgen der Alterung in Deutschland. Alles klar, das haben wir auch alle verstanden in Deutschland. Und es ist mitnichten so, dass die Menschen weniger arbeiten, sondern die gehen sogar länger arbeiten und die Zahl derer, die im Alter arbeiten gehen, steigt und steigt. Das hat verschiedene Ursachen. Dazu gab es verschiedene Beiträge in der jüngsten Vergangenheit. Können sich alle gerne auf YouTube mal angucken oder im Internet nachlesen. Da will ich gar nicht so sehr drauf einsteigen. So, viele Hunderttausende freie Stellen können nicht besetzt werden, auch klar. So, und in allen Bereichen der Wirtschaft und auch sogar des öffentlichen Dienstes existiert ein erheblicher Arbeitskräftemangel. Auch das ist nichts Neues, nichts Überraschendes. Aufgaben und Aufträge der freien Wirtschaft und auch der Daseinsfürsorge durch den öffentlichen Dienst können in vielerlei Hinsicht, in vielfältiger Art und Weise nicht mehr zeitnah erbracht werden und abgearbeitet werden. Auch das erleben wir als Folge des demografischen Wandels. So, und die Experten des Münchner IFO-Instituts haben mal gerechnet und haben sich hingestellt, dass allein der Wegfall der Steuerklassen 3 und 5 zu einer Zunahme der Beschäftigung von gut 67.000 Vollzeitstellen führen würde. Das heißt also, die Herrschaften vom Münchner IFO-Institut haben einfach mal geguckt, wo können wir überall sparen und was bringt uns das dann an Vollzeitstellen. Ja, und das IFO-Institut hat dann die große Keule rausgeholt und hat dann gesagt, ja, da müssen wir dann halt noch weitermachen, da müssen wir sozusagen noch im Sozialsystem richtig mal durchsparen. Und dort sagt dann das Münchner IFO-Institut, dass wenn man im Sozial- und Abgabensystem in Deutschland sparen würde, würde das viele Vollzeitstellen bringen. Das IFO-Institut fordert einen Übergang vom Ehegattensplitting zum Familiensplitting und das Ende der beitragsfreien Familienversicherung. Und zwar gehen die noch drüber hinaus und sagen, wir fordern höhere Abschläge für Menschen, die früher in Rente gehen. Das ist ein Vorschlag, den wir jetzt letztens von Werding gehört haben, vom Wirtschaftsweisen Werding. Die Abschaffung der Rente mit 63, na, da blasen ja alle jetzt ins Horn, also die FDP, die CDU und wie sie alle heißen. Und die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 67 auf das 69. Lebensjahr. So sagt es, wenn ich es richtig verstanden habe, das Münchner IFO-Institut. Ja, meine Damen und Herren, was wäre denn die Folge, dass die beitragsfreie Mitversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung wegfällt? Das heißt, jeder von Ihnen, die beitragsfrei in der Familienversicherung versichert sind, müssten dann eigene Beiträge aufbringen und zwar von ihren eigenen Renten. Das würde bedeuten, dass wenn Sie geringe Renten haben, dass bei Ihnen dann Altersarmut auf Teufel komm raus steigen würde. Das wäre dann die logische Folge dessen. Ich kann nur sagen, die Vorschläge sind für mich nicht allzu neu. Neu ist nur, dass das Münchner IFO-Institut jetzt sogar die Abschaffung der Familienversicherung, der beitragsfreien Familienversicherung fordert. Wie schon gesagt, das würde für viele Menschen dann deutlich höhere Mehrausgaben bedeuten, damit eine Kürzung der Renten. Und für diejenigen, die kleine und geringe Renten haben, würde das eigentlich praktisch sozusagen den Run in die Altersarmut bedeuten. Ja, meine Damen und Herren,
Das Münchner IFO-Institut hat dann auch noch ausgerechnet, dass wenn man die Altersgrenze von 67 auf das 69. Lebensjahr anhebt, das würde dann ungefähr 1,2 Millionen Vollzeitstellen schaffen. Das wäre sozusagen eine Abmilderung der Problemlage, wie wir sie jetzt haben. Wir rechnen ja mittelfristig mit 3 bis 4 Millionen nicht besetzten Stellen in Deutschland. Ja, die Frage, die sich für mich stellt, ist jetzt, warum fordert das Münchner IFO-Institut nur die Abschaffung der beitragsfreien Familienversicherung und fordert nicht gleichzeitig auch die Abschaffung der steuerfinanzierten, aber für die Beamten kostenlosen Krankenversicherungsbeihilfe, die uns auch in Deutschland jedes Jahr einen Haufen Geld kostet? Warum wird das nicht gefordert, zum Beispiel im gleichen Atemzug? Verstehe ich überhaupt nicht, was das eigentlich soll. Sollte hier die Familienversicherung wirklich abgeschafft werden, würde das weiter zur Spaltung unserer Gesellschaft beitragen. Und die Verunsicherung jetzt der Menschen ist ja in Deutschland schon erheblich höher als noch vor 2 Jahren. Denn von allen Seiten wird ja immer gefordert und das immer mehr mit höchster Vehemenz, dass am Sozialen gespart werden muss und dass die Rentnerinnen und Rentner und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Alter noch länger arbeiten müssen. Das wird auch gefordert. Aber letzten Endes geht keiner an die wirklichen Ursachen ran und sagt, okay, wir müssen jetzt eine einheitliche Rentenversicherung machen für alle und wir müssen auch eine Bürgerversicherung machen in der gesetzlichen Krankenversicherung für alle, in die alle dann tatsächlich auch einzahlen, ob nun Beamter, Politiker, Selbstständiger, so wie ich oder meinetwegen auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das ist völlig wurscht, aber alle in einen Topf. Und wenn wir das erstmal gemacht haben, dann können wir wirklich an die nächsten strukturellen Probleme herangehen. Aber das, was hier vom Münchner IFO-Institut gefordert wird, halte ich für maßlos übertrieben. Eine Abschaffung der beitragsfreien Familienversicherung würde nur zur weiteren Spaltung und zur gefühlten Ungerechtigkeit in Deutschland beitragen. Denn dann wären ja Beamtinnen und Beamte, die kostenfreie Beihilfe bekommen, ob sie nun im aktiven oder im Pensionsalter sind, spielt keine Rolle, wäre dann auf jeden Fall weiterhin gegeben. Und andererseits müssten gesetzlich Versicherte dann weiter also mit Beiträgen in die Krankenversicherung einzahlen, obwohl sie vorher kostenfrei familienversichert waren. Das geht nicht, meine Damen und Herren. Und deswegen sage ich, aufhören mit solchen Vorschlägen, alle in einen Topf einzahlen und dann können wir an die strukturellen Probleme rantreten. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.